Nachdem wir in einem der letzten Videos dieses erste Gitterrätsel aus diesem Heft gelöst haben, das ist ebenfalls hier vor diesem Video schon online gegangen, habe ich danach noch dieses Wortsucherrätsel gemacht und werde jetzt auf der Seite 5, das dritte Rätsel in diesem Heft, mit euch zusammen dieses Gitterrätsel lösen. Ich würde sagen, wir zoomen hier mal ein bisschen weiter rein. Dann könnt ihr das schon sehen. Ich glaube, die Wörter braucht man jetzt hier nicht unbedingt unten sehen. Ich kann das vielleicht, weiß nicht. Ich möchte es auf jeden Fall ein bisschen größer zeigen. Und dann würde ich ja sagen, wir starten auch schon direkt. Stift schreibt, habe ich schon mal getestet. Und genau, wir starten hier bei Netto. Muss ich auch direkt Werbung hinschreiben wieder. Geil. 5 endet auf O. Passt nicht, geht nicht. 7. Anleger. Geht auch erstmal nicht. 6T. Aber das geht. Dann machen wir hier direkt mal Themse. So. 7. Dritter Buchstabe E. Energie. So, wir haben noch 8, endet auf E. Da haben wir aber mehrere. Da haben wir hier nämlich schon mal 2, 1, 2. Es sind noch nur 2, aber das reicht ja auch schon. 7 endet auf E, das können wir vielleicht mal durchgehen. Da haben wir tatsächlich allgemein nur einen Unmenge. So, und dann 5 endet auf O. Ja, geht halt immer noch nicht. Obwohl, wir können ja mal 5 endet auf O, oder gibt es genau 2. Die Anfangsbuchstabe B und T. 7. B und T passt nicht. B haben wir hier. R geben muss dann hier hin. Und dann muss hier bei 5 Buchstaben hin. Buero. Okay. 8 Buchstaben, zweiter E. Geht auch wieder nicht, aber endet auf N. Haben wir auch schon 2. 9 Buchstaben, das könnte gehen. Aragonia. Okay. Okay, so. 7a ist an. Und 8R ist Retterin. Fünf T ist Tempo. Und 4 Lump. Okay, auch interessant. So. 6G gemein. Wo ist das nochmal? 6G da gemein. 7G gewieft. Fünf N ist Nomen. Fünf R ist, wir wissen noch nicht, es gibt 2 mit R. 4 endet auf G.
Ist Krug. 9K. Köstlich. Edelstahl. Wo ist 9 Buchstaben? Hä? Also hier. Zehn Buchstaben, 5, da ist ein S, 3, 4, 5 und dann Spaßvogel, perfekt. Zehn Buchstaben Bandbreite. So, 8 endet auf N, haben wir 3 Stück, okay. Das hier ist es nicht. Das auch nicht, aber Königin. So, 8 endet auf K. Rebstock. So, dann machen wir mal bei 8S weiter. Schärpe, keine Ahnung. Fünf endet auf B. Streb. Wo ist das zweite Fünfer? Hier. Das heißt, es ist Regie. Und hier die Runde. So, 6N ist Nestor. 8E ist R. Lassen. 6a ist Aspekt. So. 6 endet auf E. Flosse. 8f ist Farbband. F4 ein bisschen schöner. Farbband. Dann haben wir noch Tangente. Und die Säuberen. Okay. Achso, Säubern. Sorry, passt. Ich dachte Säuberin. Ich hatte schon kurz Schiss. So. 4a ist Affe. Dann haben wir hier noch wait. Das soll ein E sein. Dann Boy, keine Ahnung. Und Rose noch hier bei 4. 6S ist Sirene. 6D ist Dornick. Und der R Trag. Ich glaube, das war das letzte. Ja, das war's. Dann würde ich sagen, ich schreibe hier nochmal kurz das Datum von heute hin. Heute ist der 8.1.2023. Heute kommt das Battle Online, deswegen schreibe ich das hier hin.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, liken und Glocke aktivieren, wenn ihr abonniert habt. Und insofern sage ich Juli, August. Es liegt schon ein bisschen länger rum, das Heft hier. Ja, Gitterrätsel, keine Ahnung, Ausgabe 2022 hier. Ist dann jetzt auch schon über ein halbes Jahr alt dann, ne? Oder, naja gut, nee, fast ein halbes Jahr jetzt. Gut, ansonsten, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.